Hallo und willkommen zu meinen Pickups vom Januar, der 2019 sind wir schon. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Und bevor ich mit meinen Pickups anfangen möchte, wo unter anderem mein erstes Sealed Retro Spiel ever mit dabei ist, ihr könnt gespannt sein, was es ist, aber es war relativ ein Schnäppchen von daher. Aber ihr werdet sehen. Aber ich weiß, bevor ich jetzt anfange, noch ein kleiner Aufruf. Ich habe es, glaube ich, bei letzten Pickups einen Fehler gemacht, das ganz zum Schluss zu sagen, wo wahrscheinlich schon die meisten weggedöst sind. Und zwar möchte ich wieder so eine Art Fragestunden-Video machen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare reinmachen. Dann werde ich mich bemühen, alles zu beantworten. Ein paar Fragen sind schon eingetroffen, allerdings noch nicht viele. Deswegen hat sich das Video bisher noch nicht so wirklich gelohnt. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, egal rund um den YouTube-Kanal, rund um meine Sammeldeinschaft oder ähnliches, einfach reinhauen. Ihr kriegt dann eine Antwort. Wann das Video kommt, kann ich nicht sagen. Ich sammle mal so ein paar Fragen und dann schauen wir mal, ne? So, bevor ich aber mit den Pickups anfange, guckt doch mal mein T-Shirt an. Ist das nicht episch? Ich hoffe, das ist einigermaßen drauf. Ah, herrlich, oder? Das ist mein neues Lieblings-T-Shirt. Ne? Die meisten werden es erkannt haben, was für ein Stil das ist. Link's Awakening logischerweise. Ich habe noch so einen ähnlichen Stil mit Link to the Past für Super Nintendo. Super T-Shirts. Wenn ihr so das euch auch kaufen wollt, es gibt es leider nicht mehr. Das habe ich bei QWERTY, heißen die, glaube ich, bestellt. Und da kann man die T-Shirts immer nur einen Tag lang bestellen. Daher... Tut mir leid, aber ich liebe es einfach. Sehr, sehr schönes Ding auf jeden Fall, aber jetzt will ich euch nicht länger mit auf die Folter spannen. Fangen wir mit den Pickups an. Drei Spiele, die habt ihr schon gesehen, die habe ich von dem Wichtel-Paket bekommen, von dem guten Weidemann. Wir haben ja das YouTube-Wichteln gemacht, ihr habt das Video bestimmt gesehen und da waren unter anderem drei Gameboy-Spiele drin. Deswegen zeige ich sie jetzt nur mal ganz kurz hier ins Bild, weil ich habe sie ja schon in dem anderen Video vorgestellt. Und zwar Who Framed Roger Rabbit für den Gameboy. Ja, ist so eine Art Adventure, glaube ich, also auf der Draufsicht steuert in Roger Rabbit und müsste diverse Rätsel lösen. Ich habe bisher jetzt wirklich nur ganz, ganz kurz hier für die Aufnahmen reingespielt. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo man sich dann doch etwas mehr reinarbeiten muss, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, es ist mal interessant, mal so etwas anderes auf den Gameboy zu haben, sage ich mal. Ne? Dann war noch dabei Snoopy's Magic Show. Das ist wirklich ein sehr, sehr sympathischer Puzzler. Ihr habt immer einen Bildschirm und ihr müsst 4 Woodies einsammeln. Und natürlich gibt es auch diverse Hindernisse, die man überwinden muss. Und ein ganz, ganz fieser Gegner in jedem Level, und zwar ein Ball. Ja, ein Ball. Und der macht euch wirklich das Leben extremst schwer. Ich habe heute, wo ich das hier aufnehme, sogar einen Test schon dazu gemacht. Der müsste dann jetzt in den nächsten Wochen irgendwann kommen. Ich produziere immer so ein bisschen vor. Und so ein Puzzlespiel für den Gameboy, das bietet sich immer herrlich für einen Test an, weil man das eigentlich im Gegensatz zu irgendwie, sagen wir mal, Mystic Quests oder sowas relativ zügig machen kann. Macht Spaß. Achtung, alle, die das Panda solide Bingo spielen, ne? Grüße an Retro Wolf an dieser Stelle. Ist ein solides Puzzlespiel auf jeden Fall. Was war noch dabei? Und zwar ein Jungle Book. Nicht wundern, ich habe die teilweise schon für meine Sammlung in die DS Cases getan oder auch später, was kommt, Super Nintendo. Da habe ich jetzt so neue, zeige ich euch am besten gleich, bevor ich jetzt, so neu sind die auch gar nicht, aber ich habe jetzt eine sehr, sehr gute Aufbewahrungsmöglichkeit für Super Nintendo Module ja, gefunden. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an den Retro Joe, der hat mir den Tipp gegeben. Grüße an dich, falls du es siehst. Ja, auf jeden Fall, ich schweife mal wieder ab. Jungle Book für das Gameboy hatte ich schon. Ist ein ja, ganz, ganz guter Plattformer. Ist halt so ein typischer Virgin-Franchise-Disney-Plattformer, so aus Mitte der 90er. Ich denke mal, die meisten werden so mit Virgin-Disney-Plattformer was anfangen können. Die spielen sich okay, aber im Vergleich mit den alten Capcom-Disney-Plattformer natürlich kein Vergleich. Kann man aber spielen. So. Auf die bin ich jetzt wirklich nur sehr kurz eingegangen.
Und ich habe mir dann noch ein weiteres Gameboy-Spiel gekauft, und zwar Yoshi's Cookie. Ja, ich hatte das irgendwie gar nicht auf dem Radar. Auf dem Gameboy gibt es ja gefühlt zehntausende kleiner Puzzle-Spiele und die meisten haben irgendwelche Maskottchen, ne? Hier mit Snoopy und hier mit Yoshi und so weiter. Die ganzen, ich habe das Gefühl, fast alle gängigen Nintendo-Charaktere der Zeit haben irgendwie eine Art kleines Puzzle-Spiel abbekommen. Naja, auf jeden Fall Yoshi's Cookie, da bin ich mal dazu gekommen, weil sich das die bessere Hälfte von dem Retro-Joe in einem meiner Streams gewünscht hat, als ich meinen Gameboy-Stream gemacht habe. Übrigens, auch wenn ich jetzt wieder abschweife, aber ich werde jetzt öfter streamen. Ich habe jetzt die Technik wirklich in den Griff bekommen. Ich hatte ja so ein bisschen das Problem, weil meine Leitung ja nicht die überschnellste ist, da die richtigen Einstellungen zu finden. Deswegen war ja teilweise Chat zu Bild relativ lag drin oder es hat ab und zu mal geruckelt. Das habe ich jetzt hinbekommen und ich werde jetzt auch öfter mal streamen. Deswegen, wenn ihr keinen Stream verpassen möchtet, ganz einfach bei mir bei Twitter folgen. Da kriege ich das auch immer an oder ich stelle bei YouTube auch immer so Events. Dann könnt ihr das alles sehen. Wenn ihr mal informiert sein wollt, einfach Glocke aktivieren, aber ich will euch jetzt mit den Kram nicht auf den Sack gehen. Aber ich weiß, Yoshi's Cookies. So, jetzt haben wir einen Bogen wieder zurück gemacht. Yoshi's Cookie ist auch so ein nettes, kleines Puzzle-Spiel. Und zwar erinnert das auf den ersten Blick an Tetris. Und zwar kommen von oben und von der Seite kommen Blöcke. Also in dem Fall Kekse. Ja, wie der Name halt schon sagt, logischerweise. Und diese Kekse, die müsst ihr halt so kombinieren, dass das entweder eine waagerechte oder eine senkrechte Reihe komplett mit derselben Art dieser Kekse da ist und dann verschwindet die Reihe. Ja, ihr steuert aber nicht die fallenden Blöcke wie bei Tetris, sondern ihr habt so ein kleines Steuerkreuz und ja, müsst dann halt quasi in eurem Spielfeld, was ihr schon habt, die ganzen Sachen switchen und so weiter. Das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich habe das Spiel vorher irgendwie, war es immer unter meinem Radar, das ist halt einer dieser vielen Nintendo-Puzzler. Aber das hat mir richtig viel Spaß gemacht, deswegen habe ich auch schon einen Test dazu gemacht. Der müsste, ich glaube, schon erschienen sein. Boah, wenn ich meinen Sendeplan mal im Kopf habe, der müsste entweder schon erschienen sein oder der, wenn das Video erscheint, kommt der morgen. Auf jeden Fall sehr, sehr cooles Puzzle-Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es halt mal so ein bisschen ein anderer Ansatz ist und man kommt so schnell in so einen super Flow rein, man tauscht ständig Sachen und so weiter, herrlich. Auf jeden Fall danke bei dem Wunsch für bei dem Stream, sonst wäre ich auf dieses Spiel niemals gekommen, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Was so ein bisschen die Krankheit von dem Spiel ist, es gibt nur einen Spielmodi und so auf Dauer wird das dann etwas eintönig, sage ich mal, aber grundsätzlich 1A Puzzle-Spiel, kann man nicht viel falsch machen. So, das waren meine Gameboy-Pickups. Dann habe ich mir noch etwas für das Super Nintendo gekauft und zwar First Samurai. Das hat sich nämlich der Thorsten, nicht gewünscht, aber bei einem Stream von dem Waldemar, Grüße an Stelle an dich, falls du das guckst und natürlich auch an dich, Thorsten, der hat das mal empfohlen, von wem, dass man sich das ruhig mal genauer angucken könnte. Und ja, dann habe ich mir das Modul mal besorgt, das ist auch gar nicht so teuer. Ihr seht es ja, eingeblendet ist natürlich jetzt nicht Tip-Top-Zustand, ich muss mal den Edding entfernen und so weiter. Habe ich auch schon einen Test dazu gemacht. Ja, irgendwie, es ist so das Typische, ne, den Pile of Shame, was ich hier so ein bisschen schon habe und nie einen Test verwurstet habe. Da stapelt sich hier und alles Neue wird sofort verarbeitet. Ihr kennt es wahrscheinlich selber. Ja, auf jeden Fall, es ist auch ein solides Spiel auf jeden Fall. Ein schönes Beat'em-up oder Action-Plattformer-Spiel. Ja, ich spiele einen Samurai und die Level sind halt relativ offen gestaltet. Und ihr müsst halt bestimmte, glaube ich, 4 oder 5 Gegenstände waren es einsammeln, dann spawnt ein Endboss, den ihr besiegen müsst und dann geht ja weiter. Hier ist etwas schön, weil ihr quasi als Samurai so ein bisschen in die Zukunft reist und so weiter. Deswegen habt ihr bei Leveln auch ein bisschen mehr optische Variation. Ja, ist ein gutes Spiel. Ist natürlich jetzt kein Oberklasse, aber durchaus mal ein Blick wert, wie auf das Genre steht. Und möchte euch kurz zeigen, das sind diese Nintendo Cases, nennt man die. Die kann man bei anoli-shop.de, glaube ich, bestellen. Und zwar ist das ja immer so ein bisschen Sache, es gibt ja in den USA diese Universal Game Cases. Die kriegt man hier aber so gut wie nirgendwo. Auch diese Cover bei thecoverproject.net ist es, glaube ich, die man sich ausdrucken kann. Die sind alle für diese Universal Game Cases quasi von der Größe her ausgelegt. Und bei diesem Anoli-Shop kriegt man diese Super Nintendo Höhlen in Plastik. Ich glaube, die kosten, je nachdem, wie man
viel bestellt, sind die halt unterschiedlich teuer. Ich glaube, das kostet so ungefähr um die 1 Euro. Und da passt halt, wie man sieht, das Super Nintendo Spiel ganz gut rein. Das Cover natürlich nicht perfekt. Das Cover kann man sich entsprechend ausdrucken und dann hat man das hier so schön im Regal stehen. Ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Lösung. Besser auf jeden Fall, was ich vorher alles hatte. Deswegen bin ich jetzt auf diese Höhen gestiegen. An dieser Stelle wirklich nochmal danke an den Retro Joe für den Tipp. So, ja. Dann kommen wir mal zum Sealed-Spiel, würde ich sagen, bevor wir die Spannung hier noch weiter aufheizen. Und zwar Super Battle Tank für den Game Gear. Ja, ich habe es auch noch nicht ausgepackt. Ich glaube, ich lasse es auch so drin, weil irgendwie ist es mein erstes Sealed-Spiel und ja. Das hat auf jeden Fall eine ganz besondere Geschichte, warum ich mir genau das Spiel geholt habe. Und zwar habe ich bei Retro Place mal ein bisschen gestöbert. So. Das ist ja so ein bisschen auch so eine ja, Marktplatz für Retro-Spiele, die relativ neu ist. Ist noch nicht so ganz durchgestartet, was das Angebot angeht, habe ich das Gefühl. Aber da kann man auch mal ab und zu rumstöbern. Und zwar habe ich das gefunden bei Game Gear Sealed für 10 Euro plus Versand. Und das habe ich irgendwie verwundert, weil mir sagt das Spiel nichts. Aber 10 Euro Sealed für so ein altes Spiel, da muss doch irgendein Haken dran sein. Da habe ich mal bei eBay nachgeschaut, ob das ein super Schnäppchen ist oder woran das liegt. Und da habe ich einige Angebote in dem Preissegment für das Spiel Sealed gefunden. Und unter anderem auch das Angebot, wo ich es mir geholt habe. Und da habe ich jetzt 8 Euro inklusive Versand bezahlt. Und da dachte ich mir, okay, selbst wenn das Spiel scheiße ist, für 8 Euro für ein Sealed Game Gear Spiel, kann man nicht viel falsch mitmachen. Ne? Auf jeden Fall habe ich mir das jetzt geholt. Ja, ich habe das per ROM mal angespielt. Ihr seht ja die Spielszenen eingeblendet. Es ist nun in Amerika erschienen. Es ist so eine Art Panzersimulator im ersten Golfkrieg. Ja, es ist sehr stark, glaube ich, für den amerikanischen Markt zugeschnitten. Mir hat es jetzt nicht so ganz gefallen, wobei ich es aber auch noch nicht wirklich kapiert habe. Ich habe das Spiel gestartet. Ihr seht es. Man fährt rum. So die 3D-Ansicht und sowas. Das scheint einigermaßen gut umgesetzt zu sein. Aber ich habe keinen Gegner gefunden. Irgendwie bin ich da die ganze Zeit rumgefahren und nirgendwo war was. Hä? Naja, auf jeden Fall, ich denke mal, ich werde mich mal genauer damit beschäftigen. Vielleicht ist das auch ein Fall für Retro Panda quält sich. Vielleicht mal ein Test dafür, aber immer so ein Sealed-Spiel zu haben. Ich bin ja überhaupt kein OVP oder Sealed-Sammler, aber für 8 Euro... kann man nichts für falsch machen. Falls euch das auch reizt, wie gesagt, bei eBay gibt es die Dinger für 10 Euro oder sowas haufenweise. Mein erstes Sealed-Spiel. Naja, ab und zu ist immer das erste Mal, ne? So, und dann kommen wir auch schon zum Endspurt. Und zwar habe ich mir noch 2 Switch-Spiele geholt. Beziehungsweise, das hier ist schon länger vorbestellt gewesen. Golf Story, ein weiterer Limited Run Release. Das heißt, man kriegt das nicht normal im Laden. War ich sehr, sehr skeptisch, aber wir haben mittlerweile so eine kleine Limited Run Bestellgruppe aufgemacht. Was sich ganz gut anbietet, weil man da enorm an Portokosten spart. Kann, weil der große Nachteil bei Limited Runs zu bestellen sind immer diese riesen Porto-Kosten, die man da tragen muss. Und wenn man es abfedern kann, ist ja super. War ich zuerst skeptisch, als das in der Gruppe irgendwie aufkam, ob wir das haben wollen. Weil ich und Golf spiele, ja, also wurde ich noch nie mit warm. Ich weiß damals, vor allen Dingen erinnere ich mich ganz genau, als ich mit meiner Computerlaufbahn, mit meinen 386er und sowas angefangen habe, waren Golfspiele ein Riesenthema. Es gab gefühlt, wenn man die PC-Zeitschriften sich geholt hat, die Spielezeitschriften, gab es irgendwie alle 2-3 Monate ein neues Golfspiel. Das ist ja heute nicht mal ansatzweise so, also im Mainstream. Aber das Spiel ist durchaus gut. Also ich habe jetzt auch da so 3 Stunden ungefähr rein versenkt, um das mal anzutesten. Das ist halt cool, weil das hat wirklich so ein bisschen RPG-mäßig so ein kleines Fortschrittssystem hat. Man dann kriegt Erfahrungspunkte. Man hat auch mal andere Aufgaben, wie zum Beispiel zu dem Loch da. Spiel das mal dahin, aber bitte nur aus Bunkern. Das heißt, man muss von Bunker zu Bunker spielen oder nur auf Grasflächen oder sowas. Aber normale, wie nennt man das, Golfkurse muss man natürlich auch bestreiten, so eine Art Wettkampf und so weiter. Für mich war dieses Golf-Sache immer nie so unbedingt was, weil so, oh, diese verschiedenen Schläger, ich habe keinen Bock, mich da jetzt reinzuknien, welcher Schläger jetzt dafür was irgendwie das Beste ist und so weiter. Habe ich keinen Bock, weil ich habe auch nicht so unbedingt das Interesse dafür da habe. Aber das übernimmt das Spiel alles automatisch. Also ist durchaus mal ein Blick wert, wenn ihr
ihr euch so ein bisschen mal so ein golfartiges Spiel euch anschauen wollt. Ist sehr, sehr schön, natürlich auch ein sehr schöner 16-Bit-Retro-Pixel-Look. Kann man nichts mehr falsch machen, nur hier Retro. Ich glaube, da haben wir alle eine gewisse Affinität dazu, zu so einem Pixel-Look. Jedenfalls sehr, sehr fein. Bin ich jetzt doch ganz froh, dass ich das mitbestellt habe. Sagen wir es mal so, ne? So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel. Und zwar habe ich mir die Mega Drive Classics Collection, Gott, fast ein Zungenbrecher, für die Switch geholt. Habe ich auch schon 2 Streams zum Antesten gemacht. Ist natürlich ein super Ding. Das Ding kostet so um die 30 Euro. Ich glaube, bei Amazon, als ich das letzte Mal geguckt habe, sogar nur 26, 27 Euro. Es sind 50 Mega Drive Klassiker drauf. Da sind natürlich auch einige Gurken dabei, aber auch sehr, sehr viele Klassiker. Ist eigentlich ein No-Brainer. Für den Preis 50 Mega Drive Spiele, und die sind eigentlich auch alle auch sehr solide umgesetzt, auf jeden Fall. Also jeder Retro-Freund sollte sich diese Edition auch holen, vor allem, weil sie wirklich nicht teuer ist. Und gut, zu der Emulation kann ich nicht viel sagen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine groben Fehler entdeckt, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, okay, das ist total unspielbar oder irgendwie sowas. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Zugang gewesen. Ja, und dann sind wir auch schon durch. Ich habe es übrigens auch beschlossen, mein Pickups, die habe ich ja vorher wirklich immer monatlich gemacht, dass wir diese Struktur will ich etwas aufbrechen. Ich mache es einfach immer Pickup-Videos, wenn es sich für mich lohnt, wenn sich ein bisschen was angesammelt hat. Deswegen nicht wundern, wenn dieses Video jetzt nicht immer oder dass dieses Format nicht monatlich kommt. Ich gucke einfach mal, weil manche Monaten ist es einfach ruhig, man kauft nur 2, 3 Spiele, und die dann irgendwie groß in die Kamera zu halten, macht keinen Sinn einfach. Ne? Ja, auf jeden Fall freut es mich, dass ihr reingeschaltet habt, und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auf einem meiner Streams auch mal vorbeischaut. Ist immer sehr schön, sich mit euch direkt auszutauschen und direkt zu kommunizieren. Jedenfalls vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut. Egal, was ihr heute noch macht. Viel Spaß dabei. Tschö.